Mit Eifer wacht Gott über den Geist. 1. Johannes Kapitel 1, Verse 7 bis 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Im Licht zu wandeln, also sich aufzuhalten und es zu suchen, bedeutet, aus dem Schatten herauszutreten und sich selbst und anderen und vor allem Gott gegenüber ehrlich und aufrichtig zu sein. Sich dem Licht auszusetzen, kostet Überwindung, auf jeden Fall. Von Natur aus scheuen wir uns eher vor so manchen anderen durchleuchtet zu werden und zu erscheinen, nämlich so, wie wir sind. Unser alter Mensch hat nicht wirklich ein Interesse daran, ehrlich zu sein. Der alte Mensch ist eher berechnend, will sich selbst Vorteile verschaffen, zur Not mit Lügen oder mit Unterlassungen oder mit Ignoranz, und hat nur an sich selbst Interesse und hält Gott letztlich für einen Spielverderber. Der neue Mensch, der wir durch die Neugeburt sind, durch Gottes Gnade, der leidet darunter. In 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, schreibt der Apostel Paulus: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist zwar die geistliche Wahrheit, aber kein Automatismus, solange wir noch in diesem Leib stecken, der nämlich zur Sünde neigt und kein geistliches Leben in sich hat und haben kann und haben will. Paulus kannte dieses Dilemma und schreibt in Römer 7, Verse 23 bis 25: Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Da ist bei ihm zu erkennen einerseits echtes Bedauern und Traurigkeit und andererseits aber auch Dank und Glaube und ein Überzeugtsein von der geistlichen Wahrheit, die in seinem Leben durch Jesus Christus in Erscheinung getreten ist, und zwar voll und ganz. Und so müssen wir es auch halten. Wir sollen Sünde beim Namen nennen und auch Gott bekennen. Wir sollen auf unser Gewissen hören und die richtigen Entscheidungen treffen, im Großen wie im Kleinen. Und das hat auch was mit meinem Denkapparat zu tun. Auch wenn wir dadurch vielleicht manchmal einen Nachteil erhalten könnten, so wird uns Ehrlichkeit vor Gott und anderen Menschen letztlich immer mehr helfen als faule Kompromisse oder Duldung unehrlicher Gegebenheiten, einfach zu akzeptieren für kurzen Erfolg, der so schnell wieder verschwindet, wie er oft gekommen ist. Gott prüft unseren Glauben, durchaus. Manche Begegnungen und manche Umstände sind auch darum vorhanden, weil Gott sehen will, was wir tun und ob wir geistliche oder fleischliche Entscheidungen treffen. Und wenn wir hinterher erkennen, dass wir versagt haben und nur unseren Vorteil gewittert haben, obwohl wir auch Gelegenheit hätten, uns für Gott, für das Richtige, das Bessere zu entscheiden, dann tut uns das weh. Und das ist auch gut so, wenn sich unser Gewissen hier meldet. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir unser Gewissen schon auf die eine oder andere Art und Weise betäubt. Nur auf diese Weise lernen wir auch dazu und erkennen, dass Gott uns tatsächlich sieht und bei uns ist, unsere Gebete erhört,
aber auch wissen will, wie weit unser Vertrauen geht. Gott kann uns auch kurz vor dem vermeintlichen Ziel manchmal einen Baum in den Weg stellen, gegen den wir rennen. Wenn wir meinen, Gott ist nur unser Erfüllungsgehilfe oder eine Art Starthilfe, die irgendwann nicht mehr gebraucht wird. So ist es garantiert nicht. Wir brauchen Gott jeden Tag, seine Hilfe, seine Führung, seine Bewahrung, jeden Tag. In Philipper 2, Verse 13 bis 15 steht: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Wir sollen uns nicht den Methoden der Welt anpassen, sondern anders sein wollen. Selbst wenn das weltlich gesehen manchmal als dumm und uneffektiv oder als naiv und bekloppt angesehen wird. Egal. Wir gehören uns nicht mehr selbst und sollen uns nicht von Menschen abhängig machen. In 1. Korinther 7, 23 heißt es: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Das wissen wir zwar theoretisch alle und haben es oft gelesen und gehört, aber die Praxis erleben wir eben nur im Alltag und durch Bewährungen und eben auch manchen Anfechtungen, die von außen kommen oder manchmal auch von uns selbst provoziert und gesucht werden. Jakobus 1, 2 bis 4. Der Bruder von Jesus, nämlich Jakobus, schreibt uns in seinem Brief ins Gewissen und zur geistlichen Erbauung eine Warnung und eine Ermutigung. In Jakobus 4, Verse 5 bis 8 steht: Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst? Mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade? Darum heißt es: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Und wenn wir ehrlich sind, dann betrifft einen das doch auch immer ganz persönlich. Wir sind auch oft durch unsere Seele, durch unser trotziges und verzagtes Herz recht wankelmütig. Und wenn die Probleme kommen, dann merken wir manchmal, dass unser Glaube gar nicht so groß ist, wie wir das vielleicht selbst manchmal meinen. Wir brauchen Gott, und zwar jeden Tag seine Führung, seine Bewahrung und seine Leitung. Wie gesagt, Gott ist in Jesus Christus Mensch geworden, um uns zu erlösen. Das ist das Allerwichtigste, das Fundament. Aber Gott will uns auch noch mehr geben. Er will uns nicht erlösen und dann abgeputzt und abgestaubt ins Regal stellen, sondern er will auch, dass wir heilig werden, heilig leben, geheiligt werden in unserem Alltag und dass wir einfach auch im Glauben wachsen und ihm vertrauen und ein Gefäß zu Gottes Ehre werden und auch die Dinge tun, die er möchte, dass wir sie tun, dass wir auf den Wegen laufen, die er vorbereitet hat. Gott will uns viel mehr geben als nur die Erlösung, auch wenn das das Allerwichtigste ist. Und wenn wir sonst nichts von Gott erwarten könnten und auch sonst nichts tun und quasi nur ein Wohnzimmerchrist wären, so ist es immer noch besser, diese Vergebung der Sünden zu haben, als überhaupt nichts zu haben. Aber ein Zeugnis sind wir dann eigentlich nicht. Wir sind zwar erlöst und gerettet, aber wir dümpeln dann mehr oder weniger nur vor uns selber hin. Und das ist ja auch nicht irgendwie gerade das Ziel, was wir haben sollten. Gott möchte, dass wir Erfahrungen sammeln, dass wir seinem Sohn Jesus Christus ähnlicher werden, dass wir in die Sohnschaft hineinwachsen, auch durch das, was wir erleben jeden Tag. Und wir dürfen Gott suchen, im Gebet auch immer wieder um seine Führung, seine Gnade, seine Hilfe ganz konkret anflehen und erbitten und Fürbitte tun und einfach auch
den Herrn fragen, was er möchte, dass ich tue, was ich heute tue, was er mir heute aufgetragen hat, was wichtig wäre für mich, aber auch für andere. Und dass wir einfach mit diesem Gott in Beziehung, in Kommunikation bleiben und ihn auch suchen und nicht nur uns selbst suchen und vor allem darum bemüht sind, dass es uns selber gut geht. Geben ist seliger als nehmen und das zählt auf alle Fälle, in jedem Fall auch in deinem Leben. Gott segne, behüte und stärke euch. Alles wird gut. Amen. Thank you.